fähig. Nice Tee, fliehe aus der Nervenherrschaft. Benutze den Sicherheitstermin, um den Haupteingang zu finden. Yippie! Genau. Das ist jetzt die Stelle, wo ich aufgehört habe und es mir dann nicht mehr angeguckt habe. Lecker. Klitsch. Platsch. Klitsch. Okay, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Ja, ich habe mich hier noch nicht mal umgesehen. Ich weiß, es ist, ich schäme mich, dass ich schon so früh aufgegeben habe. Jetzt hör doch mal auf. Funktioniert doch noch. Ist doch noch genug da. Oh, Batterie. Sehr schön. Alter Verwalter, das sieht jetzt aber nicht aus wie nur Blut. Ich glaube, da ist auch noch was anderes reingeflutscht. Beim Kacken umgebracht. Das ist ja wohl die dämlichste Todesart, die es hier gibt. Ja, das Schweinchen ist oben, deswegen laufe ich hier gerade... Können wir hier eigentlich nicht einfach raus? Oh nee, ich glaube, das ist, da ist ein Schloss. Okay, wer macht denn den Scheiß hier eigentlich so zu? Das verstehe ich nicht. Das ist ja richtig zu, ihr nagelt. Guck dir das an. Verrückte, nur Verrückte. Ja. Ja, wie gesagt, Schweinchen ist oben, deswegen laufe ich hier so ein bisschen todesmutig rum. In der Hoffnung, ich finde hier was und uns erwartet hier nichts. Das sieht aus wie so ein Funkgerät. Kann man das nicht benutzen? Momentchen, wir haben keine Batterien, aber mein Nachtsicht funktioniert noch? Wieso? Soll das so? Macht man das so? Hier ist aber sonst nichts. Nein, nein. Das sieht mir aus wie ein Raum, wo man sich verstecken soll. Aber na gut, wir werden es ja sehen. Ich muss es mir nur merken. Rechts vom Eingang. Dann laufe ich dahin. Wer hängt denn so ein Bild in der Eingangshalle auf? Mit leer stehenden Rollstühlen. Wer macht denn sowas? Außer vielleicht geht in Silent Hill in irgendeine Nervenheilanstalt. Da ist er auch schon. Entschuldigung. Ja. Haben wir hier noch was außer ein Telefon, was ich nicht auflegen kann? Hallo. Du siehst ja aus, als hättest du noch einen relativ humanen Tod erlebt. Du hast immerhin deinen Kopf noch. Guck ich mir mal die Akte an. Mit J, genau. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. Merkle Psychiatric Systems. Mount Massive Wilderness Area. Eidesstattliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder Ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Dudum. Aha. Also die haben hier ihr eigenes Sicherheits... Ja, sieht man ja schon. Und der Typ, der da oben tot war. Offensichtlich ist hier irgendwas rausgekommen, was nicht hätte rauskommen sollen. Die haben alle einen interessanten Bildschirmschoner. Aber rein kann ich hier nicht, oder? Hier ist zugenagelt. Und da ist auch zugenagelt. Nö, sieht nicht so aus. Langer Gang. Gefällt mir nicht. Blutiger Rollstuhl. Gefällt mir noch weniger. Und die Spur führt nach unten. Es sind nur gute Zeichen hier. Hier haben wir einen Aufzug. Elevator. Ey, wie viele Stockwerke hat denn dieses Teil? Oh Gott. Komme ich hier durch? Nö, nee, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Da sitzt einer. Da sitzt einer. Der lebt doch noch.
Warum sie zu Ende? Ich will da nicht hin. Bitte, geh nicht. Ah, oh, zum Glück. Oh mein Gott. Ich hoffe, der ist nur Deko im Hintergrund. Ich will den Gang da noch nicht lang. Ich schätze mal, da geht's weiter, aber... Ich möchte noch nicht. Ich drücke mich noch ein wenig. Weil man nämlich in diesen Computerraum hier noch konnte. Hallo? Nein! Das geht jetzt nicht zu dem Typen daraus, oder? Shit. Shit. Ich kann ja mal gucken, ob es hier noch Batterien gibt. Du hast keine Batterien mehr, oder? Nee, du siehst nicht so aus. Aber wenn ich hier alles sehen kann ohne Batterien, dann ist das doch irgendwie schwachsinnig. Wieso sollte ich mir denn überhaupt neue Batterien da reinstecken? Oder sieht man dann weniger? Ich will es jetzt aber auch nicht austesten, weil es mir eigentlich reicht, was ich hier sehe. Aber keine Batterie für mich. Hm. Das finde ich ja nicht so witzig. Und noch nicht meine Akte. Der hat echt... Na gut. Wir hinterlassen wir eigentlich... Wir hinterlassen auch gut... Oh, oh, oh. Ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Bleiben die hier? Könnten wir damit ein kleines Bildchen malen? Ja, ich höre auf. Na, na, nimm mal. Projekt Warrider. Dr. Rudolf Wernicke, ich schätze mal, das ist immer noch vom Billy. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstimmungen in Fixierung befragt. Walker ist nicht Billy, oder? Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Oh Gott, das ist doch nicht dieser dicke Mops da oben. Extensive Dermalruption ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Alter Verwalter, diese Worte. Er zeigt sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nasen herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstörungen zu achten. Die mentale Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Hat wohl nicht funktioniert. Also wenn das der Dicke da oben ist, der mit militärischem Background, ich will nicht. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Warum wirst du gerade so nervös, Miles? Hier ist doch überhaupt noch ja nicht. Oder sie übersehe ich was. Auf jeden Fall übersehe ich hier keinen... Nö. Es kann doch nicht sein, dass hier in Batterien jetzt schon so eine Mangelware sind. Ich dachte, wir können uns ein bisschen aufrüsten. Hallo? Hallo? Nein? Okay. Ach, wir können... Hallo? Okay, das dauert mir jetzt aber ein bisschen zu lang. Der hat sogar einen Kaffee. So, nee, ist nicht. Okay. Du bist doch bestimmt lieber, oder? Du bist doch... Du machst doch nichts. Nein, du sitzt hier nur. Genau, weil ich mache auch nichts. Ich... Guck nur. Ich... Nein. Hey. Ich will nichts sagen, Alter, aber irgendwas stimmt mit deinem Gesicht, glaube ich nicht. Hast du überhaupt Augen? Und essen solltest du auch mal wieder. Ich glaube, der hat ein Geräusch von sich gegeben. Alter. Hallo? Ja. Ja, die Serie hat mir auch immer gefallen. Oh. Oh. Du Scheiße, was ist denn mit dir passiert? Oh Gott. Guckt mal weiter Fernsehen. Ich will euch gar nicht stören. Ich bin eigentlich nicht hier. Obwohl die noch relativ... Also der sieht ja noch normal...
normal aus. Aber guck dir mal den an. Ich glaube, da stimmt was nicht. Und von dem hier wollen wir gar nicht erst reden. Wenn der den Kopf hoch macht, dann rennst du aber weg. Aber die scheinen sich nicht für mich zu interessieren. Das ist das Fernsehprogramm deutlich interessanter. Habe ich hier vielleicht noch. Okay. Die machen wirklich nichts, oder? Hm. Der Informant, Projekt Wall Raider. Nee, wir haben eine Notiz gehabt. Und ich müsste nur noch N finden und dann wäre alles in Ordnung. Da. Eine Reihe gerochener Männer? Ich schätze mal, es soll gebrochener heißen. Starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sahen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Aha. Also, die gerochenen Männer hier tun uns offensichtlich nichts. Die sind nämlich gar nicht mehr richtig. Da kann man auch noch durch. Ich will gar nicht weiter. Eigentlich möchte ich gerne in die Vorhalle zurück und nie wieder irgendwie über sowas nachdenken. Da steht Exit drauf. Ja, das glaubst ja wohl selber nicht, dass ich da jetzt raus kann. Hallo? Mist. Hallo? Ich würde da gerne raus. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass der Typ mir hinterherkommt, ne? Oder die? Da ist niemand drin, oder? Doch, da sitzt... Nee, ich glaube, der ist tot. Hallo? Ich weiß, ich sag zu oft Hallo. Ah, das ist mein schönes Bild im Gegensatz zu dem in der Eingangshalle. Sieht aus wie ein Konferenzraum. Oh. Du siehst nicht mehr gut aus. Ich nehme dir das. Ich glaube, du brauchst das nicht mehr. Hallo? Niemand? Gesammelte Objekte werden in deinem Notizblock. Du. Inventar, Schlüsselkarte. Okay. Wenn das nicht klasse ist, jetzt kommen wir endlich weiter. Ich weiß zwar noch nicht, wofür die ist, die Schlüsselkarte. Wahrscheinlich für den anderen Gang. Sieht so verschwommen aus. Der Stuhl? Oder habe ich es auf den Augen? Egal. Aber, nö. Wir haben jetzt auch nicht wirklich Batterien gefunden. Du sitzt immer noch da, das finde ich gut. Und sonst ist da auch nichts. Nee, nee, nee. Warte, war das schon die ganze Zeit das Licht aus hinten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da war Licht vorher. Shit. Ihr beachtet mich immer noch nicht, oder? Nein. Es läuft ja immer noch. Ist ja noch keine Werbung gewesen. Ich gehe dann mal wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Beachtet mich gar nicht. So. Du machst immer noch nichts, oder? Nein. Du bist ein Lieber. Ah! Oh Gott. Geh weg, geh weg. Nein. Aua. Ich will nicht. Du kannst gar nicht reden. Dein Mund ist zu. Was ist denn jetzt passiert? Was haben wir gemacht? Ey. Entschuldigung? Tut mir leid. Hat er mich jetzt gebissen oder habe ich den irgendwie gehauen? Da war auf jeden Fall Blut. Sorry. Ich gehe da mal. Und ich mach die Tür hinter mir zu. Wir wollen ja nicht, dass der Dicke hier nochmal kommt. Genau. Alles gut. Ja. War ja nett. Der junge Mann. Ich hoffe, hier hat sich nichts verändert. Nein, sieht immer noch so aus wie vorher. Wenn das nicht eine Erleichterung ist. Liegt er jetzt die ganze Zeit in der Ecke? Das tut mir irgendwie leid. Er hat sich zwar irgendwie gerade an uns vergangen, aber... Wer hat denn diese Gittertür hier einfach mal weggesprengt? Dicky kommt hier, glaube ich, nicht durch. Ich habe nicht gelesen, was auf dem Tipp stand. Ich kann nach hinten schauen, was? Ist denn da was hinten passiert? Nee. Shit, was stand denn da jetzt? Mann! Ich will nicht mehr. Du siehst ein bisschen demoliert aus.
Im Gegensatz zu allen anderen. Und damit meine ich nicht nur den Bilderrahmen. Hallo? Ich gehe erstmal auf Klo. Ich wusste gar nicht, dass hier auch Frauen arbeiten. Hallo? Witness. Zeuge. Dann nehmen wir das mal auf. Okay, cool. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesenbeiner getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Ja. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das Übergefühl, dass der Priester in Anführungszeichen das für mich und zu meinem Wohl tut. Ach, dass der uns sagt, dass wir hier das alles aufnehmen sollen, um der Nachwelt zu sagen, das wäre. Oh. Schon wieder eine Hand im Klo. Also irgendjemand deponiert hier Hände in den Toiletten. Ich glaube, der hat nicht ganz verstanden, wie so eine Toilette funktioniert. So, aber sonst hast du nichts dabei. Es ist auch, glaube ich, wieder so ein Wachmann, ne? Das sieht nicht aus wie ein Patient. Hallo? Ich gehe da mal. Oh. Okay. Keine Batterien. Noch mehr tot. Hat er sich das Hirn weggeballert? Ach du Scheiße, das ist ja ein Massaker hier. Aber eine Batterie. Was ist denn jetzt passiert? Die Tür ist zu. Ihr Schweine! Wieso ist da eine Pflanze an der Wand? Ist da ein Topf? Wer stellt denn eine Pflanze hinter einen Schreibtisch? Wer macht denn sowas? Ist doch völlig Banane. So, wir haben hier keine Möglichkeit, uns zu verstecken. Ist ja wunderbar. Hallo? Nein. Hallo? Wer war denn das? Ich sehe ja auch keine Blutspuren. Nur unsere. Und ein Fleck an der Wand. Ich will jetzt schon nicht mehr. Okay. Gucken wir mal. Hallo? Ist da wer? Ich höre, überall sind Telefone am Düdeln. Können die nicht wenigstens den Telefonhörer auflegen? Oh. Sieht aus, als ob du eine Nackenverspannung hättest. Hier. Can go.